Hallo, setz dich gerne hin und mach es dir für einen Moment bequem. Diese Zeilen darfst du gerne auf dich und in dir wirken lassen. Höre sie nicht mit dem Verstand und erkenne, was sich dir dadurch offenbart. Nun, wenn du magst, dann schließe gerne deine Augen. Spüre für einige Momente einfach nur, wie du gerade hier sitzt oder liegst. Und vielleicht gelangst du durch meine Stimme und die Musik im Hintergrund immer mehr und mehr in deine innere Welt. Da sind Gedanken, die in dir aufsteigen. Und du fühlst vielleicht auch, wie sich dein Körper gerade anfühlt. Erwartungen, die du möglicherweise hast. Und ich lade dich dazu ein, mit jedem weiteren Atemzug tiefer und tiefer nach innen zu kehren. Stell dir vor, du kommst auf dieser wunderschönen Waldlichtung zum Stehen. Sie ist eingebettet in ein malerisches Tal, mitten am Fuße eines großen Berges. Und nun stehst du dort, inmitten auf dieser Lichtung. Die warmen Sonnenstrahlen beginnen deine Haut zu berühren und dein Körper beginnt zunehmend angenehm und sanft zu vibrieren, weil deine Seele bereits weiß, dass sich ihr nun gleich eine einmalige Gelegenheit bieten wird. Eine Möglichkeit, um die du in deinen dunkelsten Nächten gebeten hast. Es waren jene Momente, in denen du ohne jegliche Hoffnung auf Erlösung batest. Momente, in denen du hinauf zum dunklen Sternenhimmel schautest und riefst: Bitte helft mir. Aber es schien so, als würde niemand kommen, als sei alle Hoffnung auf Erlösung verloren. Und so lagst du dort und weintest dich Atemzug um Atemzug in den Schlaf. Dein Körper wurde schwerer unter all der Last, die du auf deinen Schultern zum Tragen hattest. Ein undurchdringlicher Nebel bildete sich in deinen Gedanken und deine Augen schlossen sich sanft, um nur einen Moment der Ruhe und des Friedens finden zu können. Und in dem Moment, wo du hinüberglitzt in die unsichtbare Welt,
der astralen Ebenen, da konnte sie dich erreichen. Endlich. Ein weiterer Atemzug, der dich noch viel tiefer führte. Dein Körper angenehm schwer auf deiner Unterlage liegend. Nur dein Herz, was den Schmerz kannte. Dein Körper verlor mit jedem weiteren Atemzug und vielleicht mit jedem Wort, das du mich sprechen hörtest, mehr und mehr das Gefühl zu Raum und Zeit. Dort bewegtest du dich hinfort, zwischen fernen Galaxien und der Unendlichkeit einer Weite, die sich nun begann, auch in deinem Brustraum auszubreiten. Raum und Möglichkeit, die durch das Fließen deiner Lunge weiter expandierten. Warum bin ich hier? Entfuhr es einem Funken deines Bewusstseins. Wenn der Schmerz mich so betäubt, dass ich all die Schönheit nicht erblicken kann, weshalb sollte ich zurückkehren? Wo bist du, der ich bin? Ich erkenne mich selbst nicht wieder, oder habe ich dies jemals getan? Entspanne dich in die Spannung hinein, flüsterte sie. Ich bin immer bei dir und werde es immer sein, weil ich du bin, ohne ich und ohne du. Dort können wir uns begegnen und du kannst den Schleier der Illusion lüften. Dort beginnt sie, die Leichtigkeit, nach der du suchst. In der Stille eines prickelnden Moments, wenn du deine Arme öffnest, um die Liebe zu empfangen. Du kannst sie nicht sehen. Du kannst sie nicht denken. Du kannst sie spüren, weil du sie dazu machst. Dieses aufregende Feuerwerk aus Leidenschaft, welches durch das kräftige Pulsieren deines Herzens durch deine Adern pumpt. Es nennt sich Leben. Ohne dich wäre die Liebe nicht. Ohne dich wäre kein Abschied jemals wichtig. Dein So-Sein macht einen Unterschied. Dein Sein lässt dich die Blumen auf eine einmalige Weise betrachten und erspüren. Dein Sein bringt die Augen eines anderen Menschen zum Leuchten. Dein Sein ist der wahre Grund dafür, dass einst das ganze Universum in Bewegung gesetzt wurde, um dich aus dem Funken des Lichts zu erschaffen. Drum frage ich dich, sagte die Seele, welchen Beweis brauchst du noch? Wenn aus zwei Zellen
dein perfekt funktionierendes, gütiges, liebendes Herz kreiert wurde. Ist dies nicht Magie genug? Welches Siegel, welche Urkunde, welches materielle Gut könnte jemals mehr bezeugen, dass du bist genug? Erkennst du nicht, dass all deine externen Bemühungen zum Scheitern verurteilt wurden, weil sie in keiner Zeit, in keinem Raum, in keiner Ebene jemals dafür erschaffen wurden, um dein reines und sanftmütiges Wesen hier auf Erden zu berechtigen. Komm in meinen Arm, lege all deine Schwere in mich hinein. Ich halte dich, ich bleibe. Betrauere das, was war, bis zum nächsten Sonnenaufgang. Dann wird all deine Sorge von dir gewaschen sein. Wenn du dann deine Augen öffnest, fühlt es sich in deinem Herzen ein Stück leichter an, ein Stück weiter. Du erkennst, dass hinter allem, dem du eine Bedeutung gibst, immer du stehst, immer du gestanden hast und immer du stehen wirst. Geh einen Schritt beiseite und da erkennst du, dass die Bedeutung an Deutung verliert. Das, was zuvor als unüberwindbar galt, durch die Loslösung deines Ichs die Bedeutung zerfällt. Du kannst nun einfach über den Scherbenhaufen hinübertreten, auf die andere Seite des Lebens. Und während du zurückblickst auf all die Scherben der Vergangenheit, ohne eine trügerische Wertung, da spür mal, wie es sich jetzt lebt. So unbeschwert und leicht, als wärest du im leuchtend strahlenden Sternenstaub umhüllt. Langsam und Atemzug um Atemzug lässt du los, lässt dich treiben und schweben im Vertrauen deiner Seele, die du bist. Angenehm warm kann sie dich behüten und tragen. In Geborgenheit und Liebe betten, immer höher und höher hinauf, bis du erkennst, dass das, was du glaubtest, was dich von anderen trennte, in Wahrheit eure Verbindung war. Die Verbindung eurer Herzen, welche aus den gleichen Faden der Liebe erschaffen wurden wie du, welcher von der gleichen Mutter gesponnen wurde, der großen Mutter aller. Deine Einzigartigkeit, welche du ab jetzt niemals mehr als etwas Falsches ansehen darfst, welche du niemals mehr verstecken solltest, um im Gegenzug Anerkennung und Liebe zu verdienen. Denn wenn du dies tust,
Wenn du die Schönheit der Seele versteckst, dann kannst du dieses einzigartige Geschenk des Lebens wie den süßen Nektar der Blüte nimmer auskosten. Und wer würde dies schon verschwenden wollen? Drum lass uns gemeinsam tanzen und singen in der Unvollkommenheit der Erfahrung, die du nur für eine begrenzte Zeit überstreiftest, um mit dem nächsten Atemzug, wenn du am frühen Morgen erwachst, wahrlich erwacht bist, in deiner Schönheit, von innen nach außen, die niemals prüfender Blicke bedarf. Und so flüsterte deine Seele zum letzten Male: Erwache jetzt. Wenn dir dieser Soul Talk gefallen hat, dann freue ich mich gerne, wenn du mir deine Meinung dazu in die Kommentare schreibst. Abonniere gerne meinen Kanal, damit wir uns das nächste Mal hier wiedersehen. Alles Liebe für dich.